Ja, weiter geht's. Jetzt betreten wir das Forstland. Ich bin übelst gespannt. Ich bin übelst gespannt, was jetzt hier passiert. Weil hier haben wir halt Seeland. Haben wir gerade schon erkundet. Sind auch schon recht gut vorangekommen. Wir haben 18 von 33, immer mehr als die Hälfte. Hey, fehlt immer noch so viel. Ist unglaublich. Was ist das, Rainer? Da, Forstland. Ich bin gespannt. Auf zum Forstland! Kann er überspringen. Yes. Ich sagte yes. Ich freue mich so. Weiter geht's, Baran. In der Pause schön. Chili con carne, Fratz. Ja. Und jetzt geht's mir wieder gut. Und mir geht's auch die ganze Zeit gut. Oh mein Gott, ja, wir wissen doch. Rolle vorwärts, das kann ich doch schon. Der Robohain im Forstland. Fahrt zum Himmelsgarten. Oh mein Gott. Hörst du das? Warten. Alter, wie geil sieht das hier aus, Mann? Von mir diese Bäume, Alter. Wie cool ist das denn, Mann? Richtig schön Waldlevel. Geil. Hallo. Kann mich vor der Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Hö, was ist denn los? Hat er das Boson geäußert, die mit unseren Blumen, Mann. Okay. Kennst du dich schon mit Amiibo aus? Du kannst versuchen, einfach ein Amiibo zu benutzen. Nee. Ja, yeah, schöne Muttern. Hier pisst ihn runter von oben. Soll ich jetzt echt? Nein, Mann. Mit dem Hechtsprung kann man so viel skippen. Oh, hier sind wir so ein Typ. Frage-Antwort-Sphinx. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbewegung sei gegrüßt. Magst du meine Frage zu beantworten? Was ist es, das Bosa in diesem Land sucht? Na, bestimmt Blumen. Die Antwort ist korrekt. Ja! Ich wusste doch gar nicht, aber geil. Hoho! Rückwärtssalto. Ja. Reisetipp. Ja! Mann! Hey, hast du den Hechtsprung schon mal genutzt? Meinst du den hier? Also richtig aktiv noch nicht, weil ich mache dann mal den hier und mache mal den hier und dann kriege ich den Hechtsprung nicht hin. Ach oh! Was? Nee, wow, das ist ja. Wie, ich bin gesprungen? Mach den hier, zack. Habt ihr das gesehen? Oh, die Musik ist ja richtig geil. Die Musik ist ja richtig geil. Zack, zack. Wow, Alter, ist das cool, Mann. Yeah. Ah! Ja, damit kommt man extra weit. Ja, ich habe das gerade schon gemerkt. Ich habe mich nur gefragt, wie soll man denn im Sprung auf diese scheiß Mütze kommen? Aber ja, ist ja. Ja, geil, Mann. Boah, die Musik ist ja mega cool hier. Ist ja so geil, Mann. Oh, wundervoll, ey. Habe ich doch gestern erklärt mit dem Sprung. Hä? Was? Ich hab nicht gecheckt, was du von mir wolltest. Sorry. Ach, schön, ey.
Sehr, sehr cool, aber ich gucke, glaube ich, erstmal noch ein bisschen vorne um. Ah, geil, Mann. Oh, hallo. Hase. Haha. Oh. Geil, Mann. Den Hechtsprung habe ich gemacht. Aber, ja, den Hechtsprung hast du mir erklärt, den habe ich auch gestern gemacht. Aber nicht, ich wusste nicht, dass ich damit auf meine Mütze rauf kann, wenn ich dann so mache. Wobei, es klappt irgendwie nicht immer. Hä, ab wann klappt denn das und ab wann nicht? Wenn ich den hier mache? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Hey Navi, na? Vor allem sehen diese blauen Monde, Sterne würde ich sagen, die blauen Monde sehen richtig gut aus. Alter, die Galaxie ist richtig nice, Mann. Vor allem, das sieht auch so geil aus. Das ist ein richtig schöner, dichter Urwald, so ein bisschen. Total cool. Was? Hm? Ja, aber guck doch mal. Wie soll ich denn den Hutwurf gedrückt halten? Wenn ich dann... Ach, ist ja auch real. Ist ja auch real. Zack, Alter. Ich muss doch dann eh mal von Y runtergehen. Und dann halt Dings da, Arschbombentaste und dann. Das ist ja auch real. Leute, ist ja auch egal, Mann. Wir sind die coolsten, Mann. Yeah. Ach, na, guck mal einer an. Oh, hey Marie, lang nicht gesehen. Extrem lang nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Hey, wie geht's dir? Hier sind 2012 Münzen. 2012, oh mein Gott. Warte mal, kann ich hier richtig krass? Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Zack, zack. Aua. Okay. Ah, nee, nicht ganz. Klappt das überhaupt? Fast. Oh Gott, dass ich nebenbei mitzocke. Hilf mal. Mal den Hecht gelernt. Thanks. Ach nee, gut, dass du nebenbei mitzockst. Mir ist gut, war vorhin schon dabei, aber hab parallel selbst gespielt. Ah. Okay, ach, guck mal, so komme ich sogar noch höher. Zack, zack, zack. Ey, so kann ich das schaffen. Leute, wenn ich das schaffe, dann bin ich der Coolste. So, zack, zack, zack. Nein, ach, fast. Pff, kaum liest die Giveaway ist Marie da. Ist echt so, wa? Ich glaube, so klappt's gut. Zack, zack, zack und... Mann, wieso klappt das denn nicht? Bin ich jetzt zu blöde? Ich weiß nicht, warum ich da nicht... Ach, scheiß drauf, ey. Du bist doch auch so der Coolste. Dankeschön, Mädels. Ey, Beats ist auch da. Hey, Beats. Na? Schön, dich zu sehen. Ach, ihr seid so lieb, Ellie und Nani. Ja, lass uns mal hier weitermachen bei der coolen Mucke. Sonst kommen wir ja nicht mehr voran. Eisenbergstraße Zugang. Oh, was ist denn das? Hallo? Was ist das denn? Geil, Mann! Büpp. Ah! Wie cool, Mann. Ah! Yeah! Es wird schon Mario Odyssey. Ja, kann ich verstehen.
Der Beat. Hey Beats. Wollte gerade sagen, der Beats. Zu mir ist Ray nie so nett. Naja, ich bin halt Special Blackie. Aber die Musik ist so geil, man. Voll chillig und irgendwie so richtig geil und passt perfekt in so einen Wald rein. Richtig nice. Na, Chibi. Schnackkehlchen. Feuer in der Höhe. Was? Feuer in der Hole? Anscheinend halten sich die Handlanger von dem hässlichen Fratzenvieh da oben auf, Mann. Alter, was? So eine dumme Nuss. Jetzt hat die Nuss um die Ecke gebracht. Die Nuss um die Ecke. Ah! Was ist denn hier los, Mann? Oh mein Gott, Mann, ey. Du, 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 du. Au! Ach, das Wasser sinkt hier wieder. Warte mal, da muss ich bestimmt... Da gibt's bestimmt irgendwie was zu holen. Yeah, überfüllte Röhre. Plafondgeheimnis. Das ist ein Plafond. Oh nein. Es tut mir leid. Aua. Gesundheit, Blackie, Gesundheit. Wow, viermal, mein Beileid. Ach, na, wieso denn? Ich nies immer... Scheiße. Ich nies immer so häufig. Oh mein Gott, Mann, ey. Alter Mann. Ah! Oh mein Gott, Mann, ey. Du, 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 du. Alter, die sind fies, Mann. Yeah, meiner. Yeah, jetzt die alte Rotznase. Stell dir mal ein Mario 64 Remake mit der Engine vor. Also ganz ehrlich, wenn Mario 64 so geil aussehen würde wie das hier, das wäre so erfolgreich. Garantiert. Ah! Alles falsch gemacht, wenn man nur falsch machen konnte. Oh, diese Musik ist so genial, ey. Oh, Nintendo ist wieder so klasse bei dem Spiel gewesen, Mann. Wirklich toll. Mal kurze Sekunde weg, muss mir meine gemütlichen Sachen werfen. Alles klar, Rain. Stampfattackensprung. Ja. Den kenne ich tatsächlich auch schon. Ich mag das einfach mal 64. Bin doch eher Sonic-Spieler. Scheiße, okay, Gift macht dem was aus. Na, warte mal. Sag mal, sehe ich aus wie Pflanzenfutter? Nein, sagt doch keiner. Der arme Kerl, Mann. Lass mir die ganze Gift beseitigen, ey. Ist ja schrecklich. Au! Ich springe auch noch rein, ey. Musik kann es ja nur halt einfach, ja. Superstar Saga, das neue König nicht, sagt mir nichts. Blackie hat wieder eine Kulturlücke.
Ne, keine Ahnung. Sorry. Das kann ich hier erstmal sauber machen. Ups. Ja. Blackie Mann, was machst denn du? Was ist hier nur wieder im Schuh? Du, du, du. Ah, hier muss ich mit meinem Typi ran. Mit meinem Typi, da muss ich mit dem. Na, mit dem Kleinen da ran, ne? Hey Maui, na? Na komm mal mit hier, ich brauche deine Hilfe. Flup. Flup. Geil. Da ist ein Hammer, Bro. Oh shit. Ah! Okay, hier ist nichts. Das ist geil, Mann! Verdammt, 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 verdammt. Au! Oh mein Gott, ey. Erstmal hier hin. Ein Hammer, Bro. Ach. Ach, fuck. Oh. Oh, die blauen Monde sind richtig, richtig gut. Ach, Feuer in der Höhle. Passt ja. Fire in the Hole. War das von unserem Schnatterkehlchen? Ja, gut. Hä? Im Herzen des Waldes? Hä? Was? Alter, was? Willkommen im Albtraum. Was sind das hier für Sounds? Es ist voll unheimlich mit diesen Sounds, ey. Komm, so Bock auf das Game, Mann. Er hat einfach einen Hut auf dem Kopf, Mann. Er hat einfach einen Hut auf dem Kopf. Jetzt frage ich mich aber, kommt man hier nur von dieser Einstelle aus hin? Da liegen Münzen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist das? Voll fies. Ach, da oben.
Yeah! Vor allem, wenn man 2 Stunden in dem Gebiet rumläuft, einfach keine liebe Münzen mehr findet und dann das erste Mal runterfällt. Ja, nice. Also kann man überall runterfallen, oder was? Was ist das für ein Weihnachtsbaum, Alter? Oh. Unter den Wurzeln des Wandelbaums. So, Dino! Helf mir mal. Au. Na gut. Ich würde gerne den Dino mitnehmen, aber irgendwie hat er sich einfach gekillt. Er wollte wohl nicht. Oh, hallo. Ey, cool. Was soll ich denn abschießen mit Geld? No, T-Rex. Jetzt soll er schütteln. Gefahr, Gefahr. Wahrscheinlich wohl das Auto, ja, das Auto von denen, um da reinzukommen. Sie haben Hebel und erhalte einen Samen. Ja. Oh, geil. Ach, der gibt mir wohl mehr Samen. Er hat gesagt, er benötigt Zeit, um den nächsten Samen fertig zu machen. Heißt, er kommt automatisch an mehr Samen ran. Cool. Ah, wie geil ist das denn? Hey, Robin, Abend. Na, Dino? Ah, so kommt man nach oben. Und so kommt man an vielen verschiedenen Stellen nach oben. Geil. Hä? Okay. Na, aber ist die Mucke jetzt wieder richtig geil. Die Mucke ist nice. So, hallöchen. Willkommen, Mann. Ah, ja, geil. Abenteuer-Outfit. Alter, wie viele von den Dingern brauche ich denn hier noch? Guck mal, Leute, ey. Ich brauche... ich kriege hier noch übelst viele Muttern. Das ist ja voll crazy, Mann. Du, 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 du. Komm doch bald wieder, Mann. Yeah. Willkommen, Mann. Ja, wir haben ganz viel zu verkaufen. Mechaniker-Outfit, yeah. Die Welt ist so groß. Oh ja. Schau
Shopping im Robohain. Nein, ich will das nicht kaufen. So. Einfach alles kaufen. Die Musik immer, ey. Wie cool das aussieht mit dem Rucksack. Das ist echt so, Mann. Die Welt ist heftig groß. Mann, gib mir meinen Freund Cappy wieder. Ah! Fuck, fuck, fuck. Ach, egal. Ich geh jetzt erstmal hier lang, so. Oho! Ist ja interessant. Ah! Na, Mann! In Indiana Mario, ja. Guten Abend, Painkiller. Guten Abend. Fast wieder 60 Leute. Wow, krass. Wieso, Blackie? Ja, manchmal passieren einfach Sachen, die kann man nicht erklären. Ich muss erstmal wieder mit der Zwiebel hier rumchillen. Die Nuss im roten Labyrinth. So eine Nuss. Yeah, geil, Mann. Muss immer die Hund. Alles klar, mit Jolene. Bis gleich. Oh, Mikuzu, danke schön. Dein erster Sub war. Yeah, geil, Mann. Vielen, vielen Dank, Mikuzu. Das ist super, super nett. Ich freue mich riesig drüber. Das ist super geil. Und ja, vielen Dank für die tolle Unterstützung. Danke, dass ich hier wert bin. Hab ganz, ganz viel Spaß in all den Streams, in denen du noch dabei sein wirst. Und natürlich auch mit den coolen Emotes und mit den baldigen Sub-Badges. Und vor allem hoffe ich, dass ich dich immer unterhalten kann. Danke, dass du dabei bist und danke, dass du mich so unterstützt. Oh, toll. Geil. Ich finde diese Zwiebeln echt Hammer. Auf halbem Weg. Oh, nice. Hatte ihr Giftschredder, Mann. Aua. Aber die Welt ist schon ein bisschen schwerer, wa? Also, ganz ehrlich. Alleine so wegen diesem ganzen Gift und alles, das macht. Das ist schon so eine gewisse Schwierigkeit, auf jeden Fall. Genau doch, ist auch mein zweiter Monatssub bei dir. Ach, echt? Aber dann war wahrscheinlich zwischen dem letzten und dem heutigen mehr als 28 Tage Pause, ne? Weil wenn da mehr als 28 Tage Pause sind... Blumendiebe im Himmelsgarten. Oh mein Gott. Weil dann wird das irgendwie resettet. Auf null, was ich voll doof finde. Das ist eine Nuss. Der Mond eben hat er auch. Was hat er doch auch Untertitel? Eine Nuss im roten Labyrinth. Naja. Dam, 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 dam.
Die Mucke ist halt chillig, Mann. Dup, 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 ich chill hier rum, oh yeah. Soll ich da jetzt direkt rüber? Oh. Aha. Wo geht's denn hier hin? Aha. Wir hatten ein paar Muttern bestellt. Wow, wow. Noch ein bisschen so. Besser. Ich mag das Geräusch, wenn die Zwiebel springt. Das ist irgendwie voll entspannt. Alter, ASMR, Mario ASMR. Wir können auch den Ingame-Sound ausstellen. Und dafür dann... Dafür ein bisschen ASMR machen. Na, Mini, wollen wir? Dann flüstere ich dazu ein bisschen was. Noch ein Stern. Die Nuss in der Sackgasse. Alter, wie viele Nüsse gibt es hier, Mann? Dam, 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 dam. Ich glaube, hier fällt man aber nicht in den tiefen Wald, oder? Nee, das sieht mir nicht so aus. Ich glaube, man muss schon irgendwie über den Wald reinfallen. Und ach, rein, damit kommen wir rüber. Geil, Mann. Voll cool, ey. Ah! Oh mein Gott! Oh. Alter. Dab drown, ba ba da ba. Immer diese Nusssterne. Ist doch unnormal, dass Mario mehr Nüsse hat als ein normaler Mensch. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich von rote Rubis zu grün bin, weil Marcel hatte eine Zahlpause. Und dann passiert das nämlich. Finde ich auch voll fies. Ich hatte nämlich auch mal bei Marcel schon fast rote und bin dann wieder beim ersten, beim grün gewesen. Voll kacke. Aber sonst wäre ich jetzt nämlich auch schon fast silber. Das ist echt doof. Ah, oh mein Gott. Ey, wie schön das aussieht, Mann. Das ist echt toll. Astrein ist auch so ein komisches Wort. Wer hat sich das ausgedacht? Was soll das bedeuten? Ast und rein? Ast? Wo rein? Hä? Yay! Ach, guck mal ihn an. Hihihi. Ja, diese komischen Zwiebeln sind aber echt cool, Mann. Feier ich so richtig doll. Yeah! Es kommt vom Brennholz. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht passiert, Mann. Ich will meine Silberne behalten. Ja, Ellie, ist ganz wichtig. Muss immer schon genötigt werden zum Zahlen. Ach so, hä? Alter, schon wieder so eine Nuss. Ey, Sutox ist da. Hi, guten Abend. Hallo, Sutox. Ist da noch irgendwo was? Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Flup. Yeah! Einmal Beine ausstrecken. Einmal, das war aber mehr als einmal. Jetzt kommt bestimmt schon der Bossfight. Oh mein Gott, der Bossfight! Jetzt kommt noch dieser blaue Typ hier, ne? Der große. So spielt doch Köpfe, Mann! Wir haben dieses Blutarrangement schon längst geklaut, Mann! Jetzt mal Platz, damit wir alle abhaken können!
Mit den Blumen. Ich kann brüllen, Mann! Er ist so giftig und eklig, Mann! Du bist der Typ! Wow! Einmal ein bisschen entspannen. Er ist ja schon giftig, der Dude. Autsch. Geil, wird zurückgelenkt. Aua! Au. Ein blauer dreifacher Mondstern. Oh mein Gott, das ist so schön. Die Terrorkanickel. Das ist Freunde von der Gummibärenbande. Wie sich freuen. Wuhu! Blumendiebe im Himmelsgarten ist geschafft. Was verändert sich jetzt in der Welt? Ab jetzt kann ich ja wieder viel mehr entdecken. Also eigentlich lohnt sich jetzt nochmal schön auf Suche zu gehen. Ja! Geheimes Blumenfeldpfad. Wow! Ein Blumen-UFO. Lass uns doch einfach direkt mal abchecken. Ist da oben eben was gelandet oder habe ich mich verguckt? Na, ich glaube, da ist wirklich was gelandet. Lass uns doch einfach mal hier hoch. Oh, was nice! Ich lese nur Gummibärenbande und hab schon jetzt eine Ohrwurm von der Team-Melodie. Du meinst, er hostet Nils? Was? NJ, hey, warum hostest du Marcells Twitch? Ne, Marcel und ich, wir hosten uns. Weil wir beste Friends sind und uns gegenseitig supporten. Ist das nicht normal? Unter besten Friendos oder was? So, endlich Feierabend. Hallo, Linda, willkommen zurück. Ich wünsche einen wundervollen Feierabend. Hoffe, dein Arbeitsalltag war heute nicht ganz so anstrengend. Und es ist schön, dass du da bist. Muss ich jetzt echt nochmal hier durch? Oh, na gut. Au. Die Gummihasen. Die Sonne soll es auch geben, ja. Oh, geile Schleuder. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Das war scheiße. Na Vogel, hast du eigentlich einen neuen Tipp für mich, jetzt wo ich deinen Feuer in der Hose schon habe? Uzuma ist da! Hallöchen, Uzuma! Doch, doch, also normal wächst der dann Dark Souls-Stream von Marcel mit. Naja, wenn Marcel 19 Uhr seinen Dark Souls-Stream macht, dann ist der Host weg und bei ihm auf dem Kanal kann man ganz normal Marcel gucken. Aber bei mir bleibe ich online. Und falls ich offline gehen sollte. Oh, was ist denn das hier? Panzer? Oh, geil! Ja, was ist das denn? Was ist das denn, Mann? Ja, geil, geil, geil. Ja, oh. Alter, geil. Wow. Alter, wie mega cool. Mega cool. Yeah, Panzer fahren! Es war mega geil, Mann. Dankeschön fürs Hosten, Linda. Yeah.
Ich mal gucken, ob ich hier. Also, ich darf hier nicht verpassen, ne? Deswegen muss ich auch mal schon gucken. Das war, glaube ich, alles hier. Ja. Ladestation im Robohain. Alter, es geht hier immer noch weiter. Ist das geil, weil es ist okay. Ja, geil, Leute. Au! Na, Süße? Na, no, du bist ja so toll! Meins! Yeah! Ein Mond für dich, Romanze in den Waldruinen. Yeah, wir haben die Romanze unterstützt. So, und ich mache jetzt einfach richtig fies. Zack, boom! Ich liebe das. So, wie macht ihr das, wenn ihr zwei Streams gleichzeitig schon wollt? Am Stream plus Handy oder Multi-Twitch? Na, das, tatsächlich, es machen ja manche Multi-Twitch, aber irgendwie pausieren die Leute, die da Multi-Twitch machen wollen, irgendwie trotzdem einen der Streams. Also irgendwie hat es dann doch keinen Sinn. Deswegen, also es liegt dann ganz an dir, ob du Multi-Twitch machen willst oder halt doch Handy und PC oder, ja, wie es passt. Wir sind 76 Leute, Alter, wow. Das ist echt fett. Ja, 12 Stunden Streams, wa? Die rulen. Ja, Panzerfahren, richtig geil. Wow. Kann man hier rüber? Ja. Oh. Oh mein Gott, das ist ja echt crazy. Vor allem, guck mal, wo ich hier bin. Oh. Oh. Cool. Wo tun wir Zuschauer, Nils? Ja, wenn ich das heute schaffen würde, das wäre richtig fett. Nein! Oh, ich hab mich verkackt. Ich hab mich verkackt. Au. Ich werde tatsächlich nachher zu Marcel wechseln. Da bin ich noch mehr. Ja, das dachte ich mir schon, Ellie, aber muss ich mit leben. Aber ich gehe stark davon aus, dass viele zu Marcel rüber wechseln werden. Aber Ellie, was heißt denn auch nicht noch mehr Spoiler? Ich werde ja sowieso, nachher Fire Emblem zocken. Hier ist bestimmt irgendwo ein Stern versteckt. Kann ich mir gut vorstellen. Wir haben gerade 80 Zuschauer angezeigt. Jetzt mit dem Blick über die Switch. Und das sieht total langweilig wäre. Und jetzt so. Hanna, dass sie langweilig ist, habe ich nie gesagt. Ich finde selbst jetzt noch das Preis-Leistungs-Verhältnis echt fies. Weil du zahlst halt haufenweise Geld und hast technisch gesehen nicht so viel davon. Aber dass die Spiele langweilig wären oder nicht geil, habe ich nie gesagt. Da ist ja auch der Mond. Mann, was so. Alles kaputt, Alter. Bam, kann ich den kaputt machen? Ja. Das ist lieb, Linda. Ansonsten machst du einfach Multi-Twitch oder so. Und da siehst du dann immer, wie wir online sind. Oder ob noch beide online sind und so weiter. Und dann passt das auch schon ein bisschen eher. Mein Tablet, der nur 200 Euro kostet. Hä, was für ein Tablet? Was für ein Tablet? Ah. Oh. Was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein Ort? Schon wieder ein neues Gebiet. Ach nee, hä? Hier ist unser Schiff ganz normal. Aber hier ist jetzt irgendwie... Ach, das ist da oben, wo ich nicht hin konnte. Na klar, oh. Alter, was ist hier? Ich geh erstmal hier hoch. Alter, was ist denn hier los? Na, guck mal, das wird schon ein einfaches Tablet mit Controller erschienen. Links, rechts. Ja, keine Ahnung. So denke ich darüber nicht nach. Wenn diese Steigung so steil sein sollte, kann der vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Eine Blume? Was kann denn eine Blume machen? Das ist ja geil, Mann!
Das ist ja verdammt geil, Mann. Wow! Wow! Aua! Alter. Vor allem, es geht hier einfach immer weiter, Leute. Das ist ja so heftig. Die Welt ist so riesig. Die Welt ist so fucking groß, Mann. Finde ich richtig heftig. Das ist lieb, Magna Kami. Das freut mich wirklich sehr. Dankeschön. Ne, ach, ihr könnt auch alle sehr gerne bei Marcel alle gucken. Das ist gar kein Problem. Ich ging ja mit dem, also ich ging ja mit dem Wissen, dass Marcel streamen wird und dass wahrscheinlich Leute bei Marcel zugucken wollen. Mit dem Wissen ging ich ja sowieso in den Stream rein. Also ist alles gut. Wenn ihr Marcel gucken wollt, dann guckt Marcel. Ich muss aufpassen, dass ich hier nichts verpasse, weil hier so viel Zeug noch ist. Wie lange geht der 12-Stunden-Stream noch? Oh, na, bis mindestens 2 Uhr morgens. Ne, bis mindestens 3 Uhr morgens sogar. Ich muss garantiert irgendwas mit den Gummas machen. Kann man die irgendwie runterkriegen? Nee. Jetzt so, hö, wo ist er? Nein, jetzt habe ich außerdem zu viel gekillt. Fuck. Ich wollte eigentlich... Oh, scheiße. Ich muss ja nur noch hochkommen. Da habe ich, glaube ich, jetzt einen zu viel für gekillt. Weil einen hätte ich noch nehmen können und dann wäre ich genau hochgekommen. Aber warte mal. Haha, geil. Yeah. Gestapelt auf dem Blumenfaden. Kai, also ich finde es richtig, richtig nice. Bin einfach nur begeistert. Das Spiel ist genial und grandios. Ist einfach toll. Aber schon 59 von 100 von diesen Dingern. Das ist geil. Yeah. Nein! Mann, ey. Nij, danke dir fürs Folgen. Willkommen in unsere Community. Da sind die letzten lila Münzen für mich. Danke, Blacky. Ja, gerne doch. Immer wieder gerne mal. Scheiße, haben wir neu gespeichert, ne? Ja. Ja, wie ich da gerade wieder gestorben bin, ne? Ist total klasse. Ja, ich weiß, Leute, ich weiß. Jetzt reißt es ab. Ja. Ich streng mich doch an. Das schaffst auch nur du. Es war auch schon wieder so ein Tod von wegen so, hm, wa? Need Speedrun? Naja, muss ja ein bisschen Skill rauslassen. Ja, jetzt hab ich's aber. Yeah! Dressier muss gleich los, schade. Falls du nochmal Zeit findest, vorbeizuschauen, bist natürlich herzlich willkommen und herzlich eingeladen. Würde mich freuen, aber ansonsten habt noch einen schönen Abend und ganz viel Spaß. Und dann sieht man sich hoffentlich irgendwann bald wieder. Tschüss, Dressier.
Sind wir da. Willkommen zurück, Major Link. Ach, du hast ein bisschen krasse Action hier verpasst, aber sonst alles cool. Also ich gehe, glaube ich, erstmal diesen seitlichen Weg, wo ich die Münzen bekommen kann. Ey, wo waren der jetzt nochmal? Hier wartet er. Genau. Nein! Mario! Aua! Das ist ein Hammer, Bro, Alter. Der Hammer, Bro! Also erstmal hier die Münzen holen, wenn ich schon dabei bin. So, ihr Süßen, ich bin aber immer selber, bis später auf alle Fälle. Ach, schade. Schade, Elli, aber schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Würde mich sehr freuen. Bis bald, Elli, und grüße Marcel lieb von mir. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr, wa? Was da drüben? Und sonst hier? Irgendwas muss ja hier auch sein. Aha, da ist ja echt noch was. Ich gucke ab und zu nach euch, seid brav. Noch 2-3 Tage, bis mein Zap ausläuft, Nils. Oh shit, Sai. Was machen wir denn jetzt so? Der Sound gerade. Ich wechsle mal vom PC zum Handy und gucke in der Badewanne weiter. Erstmal ein bisschen entspannende Kraft für die Nacht sammeln. Alles klar, Mini. Ja, ist eine gute Idee. Schön, dass du trotzdem weiter dabei bleibst. Dann entspann dich schön in der Badewanne und hab trotzdem weiterhin ganz, ganz viel gute Unterhaltung beim Stream. Wo waren denn nochmal? Das war unten, ne? Unten war doch... Ich spring mal in den Wald. Brav? Das ist echt der Hammer hier mit dem Herzen des Waldes. So, und hier unten war doch vorhin... Erstmal, was ist das hier? Da war ich auch noch nicht drin. Oh nein. Okay, erstmal links. Okay. Links war richtig. Dann wird es die Mitte sein. Einmal links. Okay, zweimal links und dann hinten rechts. Ja! Zweimal links, hinten rechts, alles klar. Yeah! Die verlorenen Wälder? Bei mir war es jedes Mal die letzte Röhre, die ich probiert habe. Ach na ja, war doch ganz entspannt. So, war denn dieser Typ? Mit dem Ehen, mit dieser Tür. Lol, nie zu locker. Ach, ich hab das einfach herauserlesen. So, hier wartete. Ich darf nur Abenteurer vorbeilassen, Mann. Das sind die Sicherheitsvorschriften. Ausgezeichnet, du hast dich qualifiziert. Hier entlang. Yeah! Mal gespannt, was hier jetzt sein wird. Ey, Ultra Protoss, hey, schön, dass du da bist, ne? Ach, schon geschafft? Was für ein Abenteuer. Yeah! Oh Gott, das ist ja fast so, so ein gutes Game Design Entscheidung wie Wegverlängerungsspiralen. Was? So, ich hätte gerne den Dino noch. Toll. Nein, was zur Hölle? Ja, war noch ein bisschen Wolfenstein 2 gucken bis eben.
What? Ach cool, passenderweise bin ich jetzt genau hier wieder rausgekommen. Das ist ja nice. Und hier ist dann natürlich, hier ist der Anfang vom Level wieder. Genau. Ich glaube, da komme ich nie rüber. Machen wir es so. Es ist echt heftig, wie groß diese Welt ist. Also, Waldlevel ist richtig umfangreich. Aber gefällt mir, es macht total Spaß. Alles neu erkunden. So, ich gucke nochmal, hier bin ich jetzt eigentlich durch. Hier bin ich nämlich runter und bin dann da rechts lang. Ach nee, ich muss noch... Ich bin da runtergefallen, ich bin abgestürzt. Ganz genau. Ich muss hier einfach nochmal lang. Krass. Yeah! Ach, Blackie, du bist doch so unschuldig. Random Teleporter wie die Röhren eben. Und Wege, die einfach nur zum Verlängern dienen. Die Qual der RPG Maker Games. Ach, naja. Bin dann erstmal off. Ach, Dark Akulat, ich brauch dich doch hier im Stream. Wo willst du denn hin, mein Freund? Eigentlich wollte ich nur gucken, ob da irgendwie noch ein Stern sein könnte. Mach's gut, Dark Akulat. Bis später vielleicht. Hab noch einen schönen Abend. In 80 Tagen um die Welt, Super Mario Edition. Da, da, dum, dum, dum. Ich gehe noch immer lang. Einfach weil ich gerne wissen möchte, ob da vielleicht noch irgendwas auf mich wartet. Da, 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 da. Na, sonst. Nee, hier geht's einfach nur noch nach unten. Okay, ja, hier geht's. Ja, ist ein Standard. Du, Alter, ich hab so viel Cash. Ja. Gönn ich mir mal einfach schnell eine so eine Blume. Yeah, aua. So viel zur Blume gönnen. So, hier halt noch nicht lang. Aha. So schön, wie immer so Kleinigkeiten einfach so versteckt sind, ne? Das ist total geil. Oh, und da muss ich auch nochmal rüber. Und ah, hier gibt's überall was zu entdecken. Total toll. What the fuck? Ich wollte sagen, Mario geht da hoch. Da, da, da. Aua. Yeah. Nuss auf dem hohen Zaun. So, was ist das da für ein... Keine Ahnung, da komme ich wohl noch nicht hin. Dab, dab. Wo ist denn das hier schon wieder, dass hier schon wieder Münzen sind? Und warum ist da schon wieder ein Hammer, Bruder? Und warum ist da schon wieder... Was ist denn hier los? Ich hätte gelacht, weil ich ihn voll weggebasht hätte. Seinen Helm abgehauen. Dab, dab. Dab, dab. Also ich würde einfach schon an dem Punkt, dass Odyssey besser als Galaxy. Ganz ehrlich, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist einfach so umfangreich. Okay, jetzt kann ich ja nur noch hier lang gehen. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, okay, ich verstehe.
Genau, und hier waren ja die Panzer neu. Die Panzer. Und dann konnte ich hier rennen mit dem Panzer, ganz genau. So war das. Dann mal kurz weg, bis später. Alles klar, Lisa, bis später. Ja, die Lisa, die sagt bis später, sie ist bald wieder da. Geht's hier voll ab, Mann. Was ist denn da los? Das hab ich mir noch nicht angeguckt. Leute, was macht ihr hier? Lars hat es total überfüllt, Mann! Ladevorgang. Leute? Weil ich verbrauche meine letzte Energie von meinem Panikzustand. Danke für die Aufladehilfe. Was ist denn hier los, Mann? Hallo, lieber Tentime, du Dude. Ist aber schön, dass du einschaltest, Tentime. Hi. Guckt euch Marios Booty an. So, Leute. Was mache ich jetzt? Ich brauche eigentlich die Panzer nochmal, wa? Obwohl, nee, ich kann mich ja porten. Kann mich einfach ein bisschen porten. Wir sind schon so weit, wir haben schon so viele Sterne. Hier ist noch so viel zu holen, Alter. Ich will noch gar nicht nachschauen, wie viele Sterne, Monde man hier überhaupt bekommen kann, weil es so heftig ist. Der Denk ist! Bootycam! Aber sowas von, ey. Oh, so viel Cash, Alter. Hallo. Oh, auf dich habe ich ja nur gewartet. Hallo, Typi. Jetzt kann ich mir einfach hier swip. Ach, aha. Oh. Aha. Guck mal, Leute. Super Booty Odyssey. Wie das aussieht. Oh, wie geil hört sich ja diese 8-Bit-Muck an. Total geil. Let's go! Ja, so viel dazu. Ja! Das Geile sind ja, dass es von jedem Outfit einfach 8-Bit-Sprites gibt. Das finde ich auch richtig krass. Wie viel Arbeit die sich gemacht haben, das ist mega cool. Wow, was ist denn das? Fieser Bowser-Shit. Ich sehe schon wieder eine Nuss. Alter. Wo kommen die ganzen Nüsse her, Mann? Da, ba, ba. Bei dem war ich schon. Bei der war ich auch schon bei der Nuss. Aber was ist denn das für eine Scheiße hier? Was ist das hier für eine Mucke? Ah, aua. Alter, Leute, guckt euch das mal an. Das ist ja geil. Der Panzerfight gegen Bowser, Mann. Chillt mal. Stirb.
Geil. Oh, Cash. Willkommen zurück, lieber Firion. Hey, Dauerblau. Hey, Nils, ich glaube, alleine fürs Game muss ich mir noch was wünschen. Es ist halt so geil, Mann. Na komm. Hä? Es verzögert immer so ganz komisch. Ich weiß nicht, warum. Na. Ah, aua. Egal. Und BAM! Geil! Und weiter geht's, Mann. Absoluter Wahnsinn. Geheimes Blumenfeld. Pfad. Das war das jetzt? Nee. Aber hier geht's weiter. Alter, wo geht's denn jetzt hier hin, Mann? Danke fürs Folgen, Dauerblau. Verteidige das geheime Blumenfeld. Das ist echt noch Story, Alter. Hammer. Das ist alles noch Story. Scheint, als ging es zum geheimen Blumenfeld hier entlang, wa? Ja, aber... Das ist voll krass, ich dachte eigentlich... Warte mal. Ich will noch nicht hier lang. Ich würde lieber nochmal hier... Weil hier ist doch irgendwie was gelandet, oder nicht? Warte mal. Da war ich bei der Nuster. Willkommen zurück, lieber Naruto. Okay, ich komme da nicht mehr hin, sehe ich gerade. Hier kommt man ja gar nicht mehr rüber. Wobei, hä? Das bringt mich ganz zurück. Das ist merkwürdig. War ich da unten schon drin? Ja, ne? Da war ich schon drin. Oder? Na klar. Ah ja, hier war ich schon. Ach so, okay, Marcel, gut. Ah ja, doch, ja, passt ja. So, aber das ist alles so abgespaced, ich meine. Was war denn da gerade für eine komische Insel auf der Karte? Ja, warte, wir gucken mal. Was ist überhaupt mit dir los? Das Blumenfeld liegt da vorne, Mann, behalte seine Position für dich. Ich glaube eigentlich nicht, dass das so geheim ist. Das ist voll offensichtlich, Mann. Da, was ist da hinten? Ist ja auch egal, Mann. Ja, nee, machen wir erstmal bitte. Das ist unser Ziel. Das spielt interessant aus. Alter, Tender, guck da rein. Das sieht interessant aus. Das Spiel ist absolut geil, Mann. Das ist wirklich grandios. Ist ein, wie IGN schon sagt, es ist ein Masterpiece. Es ist ein Meisterwerk geworden. Doch, doch, ich bin begeistert. Muss ich sagen, super geil. Aber lass uns mal runtergehen, gucken, was hier kommt. Hier ist so ein geiler Boss, den man so eine Fresse boxt. Wisst ihr noch, der Boss gestern Abend, den wir eine Fresse mal geboxt haben? Wow. Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Das Ding klaut einfach die ganzen Blumen an. Ja, lass uns ihn doch einfach... Na... What the fuck? Aua. Hallo? Soll ich da eine Arschbombe drauf machen? Eine Schampfattacke? Ey, ihr Penner! Bin ich jetzt bekloppt? Habe ich irgendwie Waffen oder sowas? Ah ja, klar! Hab was gesehen.
Hä? Muss ich wahrscheinlich... Ah ja, warte mal. Ich muss mit dem Ding hier rein. Oh. Blumen! Blumen muss alle Blumen haben! Oha. Leck dich nicht mit mir an, Mann, du Zweibein! Alter, was? Attacke, Mann! Geile Musik. Dann muss ich einfach jetzt hier so, oder was? Hä? Was? Hä? Was soll man damit machen? Ach nee, ich muss ihn... Naja, nee, okay, ja. Ich muss ihn angreifen. Alles gut, ja. Ja, nee, alles gut. Jetzt einfach hier ran bashen, Alter. Geil, Mann. Cooler Bosskampf. Attacke! Yeah! Schneider nicht mal durchhauen und den Typen gleich kaputt gemacht. Und Attacke! Jetzt hab ich ihn. Tschüss, Mann! Oh, es leckt ja voll. Gar nicht gut. Oh, es leckt doch nicht. Leckt es jetzt oder leckt es nicht? Doch, es leckt. Ein bisschen. Sekunde. Stoop, stoop! Ja, das war jetzt kein schwerer Bosskampf tatsächlich, aber... War geil. Also cool gemacht irgendwie. Ist kreativ. No, yes! Whoopie, ja, wir sich freuen. Sag mal, müssen schon online, Nils. Seit 4 Stunden und 22 Minuten. Es duftet nach Blumen. Und jetzt ist auch der Olle tot da. Weil jetzt würde er mir wieder helfen, weiterzukommen. Krass, jetzt sind hier überall... Warum? Warte mal, kann man etwa... mit Hyperspeed hier gegen oder so? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon gut viele bekommen von den Dingern, wa? Von den Muttern. Ach, schade. Mir geht's voll schlecht mit Übel. Naruto, dann leg dich doch lieber hin. Die Blumen sind bei 197% des Durchschnittswachstums aufgeblüht. Ja, Blumenpracht erhöht, Gärtnervorgang erfolgreich. Ich werde so lange weiter gießen, bis alles ausreichend bewässert ist. Danke, deine Freundlichkeit berührt unsere mechanischen Herzen.
Ach, ist das schön jetzt hier. Die Vögel kommen zurück. Heißer. Dann geht's noch. Na klar. Habe ich heute Morgen auch schon geguckt, Mario Odyssey. Bei mir? Moment mal, was ist hier los? Bist du etwa ein sehr cooler, versteckter Blackie-Fan? Mechanische Herzen? Ja, naja, ist halt, oder? Du. Nee, aber ich glaube, am allerwichtigsten ist jetzt noch, dass ich mir nochmal den anderen Dings angucke, hier diesen unterirdischen Wald. Weil so wüsste ich, glaube ich, jetzt nicht, was man hier noch finden könnte oder wo man jetzt noch auf Anhieb was finden könnte. Ich geh mal nochmal hier hin. Ultra Protoss, wie kannst du noch mein Herz? Ah! Ich mach nur Spaß, alles cool. Da. Da, wo das suchst du mal an? Ein Spaziergang im Nebel, das hier irgendwo versteckt. Ja. Es ist hier irgendwo versteckt. Ist doch alles voll crazy. Ach, ist doch alles gut. BKL Micha Herz. Das ist da, wo der Akku war. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist, aber wie kommt man da denn hoch? Okay, zwei Orte gibt's gerade direkt, wo ich hin muss. Geil, Mann. Ach, ist das schön, ey. Es gibt noch so viel Zeug hier, Leute. Ach ja, Haki, Hintergrund für die Frage vorhin. Komm, früh die Antwort. Ja, Pinguin, ich weiß. Bist auf jeden Fall ziemlich zeitig dabei. Kann man sich irgendwo so ein Ding krallen? So ein. Ah ja, klar, na klar kann man sich. Hallo! Komm mal her, mein Freund. Hä, wie soll man denn hochkommen? Ist mir echt ein bisschen unverständlich. Und was ist das da? Was ist denn das hier? Oh! Neue Welt, die wir noch nicht kennen! Schlemmerland! Irgendwas riecht hier lecker! Wow! Alter! Mario, was machst du da? Wie sieht das hier aus, Mann? Hä? Was ist denn das, Alter? Erstmal Runde Schlemm, Leute. Machen wir auch noch. Ja, geil. Aber jetzt ist immer noch die Frage. Wie komme ich da hoch, Mann? Ach, Leute, garantiert. Ja. Es gibt gar. Da kommt man nicht hin, von hier aus.
Da muss irgendwo auch ein Rahmen sein. Natürlich, da muss ein Rahmen sein. Dann kommt man da nicht mehr so hin. So wird's sein. Oh, ist ja auf jeden Fall so schön hier wieder. Ich wollte gerade sagen, bei Bosskämpfen, bei Bossorten gab es jetzt immer schön nochmal was zu holen. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Yeah! So viele reinen Sterne. Das war so übel, Alter. Ich habe ja echt in der Wüste dann schon die fünfte Reihe Sterne angefangen, ne? Das war ja so ultra krass. Aber hier sind wir auch auf guten Wege, ey. Das wahres Glück. Yeah. Der Giano ist ja da. Yo. So, warte mal. Das ist neu, der P-Switch. Oha. Geil. Ja, wie cool. Hier ist so ein... Ja, geil. Das ist aber nice, Mann. Das gefällt mir sehr, ey. Das ist doch richtig cool. Da kann man was pflanzen. Warum sollte man hier was pflanzen? Und wie soll ich hier... Wie soll man hier mit dem Samen hochkommen? What the fuck? Wollt ihr mich denn alle verarschen? Oh, was ist überhaupt da oben? Kann man da irgendwie hochkommen? Das ist eine gute Frage. Da-da-dum-dum. Ich guck mir erstmal den Salamander da. Flupp. Da ist Captain Toad, der Sack. Dafür ist meine Stimme nur jetzt komplett im Arsch, Mann. Ich kann gar nicht mehr, beziehungsweise nur mit Schmerzen reden. Was tust du denn? Oh Mann, Katerschlaf gemacht. Blackies Blumenmagie. Oh, Abo kommt im nächsten Stream. Alles klar, Rory. Also eigentlich solltest du mit dem Flugdino zum Bild. Zum Bild? Top, top, top. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Der sieht so süß aus, Mann. Warte mal, hä? Da, 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 dum, da, da, dum, dum. Das war, da war ich doch schon, ne? Ja. Hier waren wir auch fertig soweit. Hier waren wir auch fertig. Ich gehe einfach hier hin. Aussichtsdeck. Da will ich einfach hin, Mann. Morgen mit mir knuddeln, mir ist so kalt. Och, Nani. Du Armer. Da, da. Ja, hier muss man echt mit... Ja, es ist so klar. Wie ich es erwartet habe. Hier kommt man dann durch den Rahmen einfach hin und dann chillt man da so. So, was wartet jetzt hier unten? Genau das da. Ha? Gleite doch mal, ich sehe nicht mehr, Hilfe! What the fuck, was ist denn das hier?
Oh mein Gott, Alter. Oh. Ach so, das ist ja... Da war ich ja dann schon in dem Ding, ne? Ja, na klar war ich hier schon. Ja, hier war ich schon mal. Hier war ich garantiert schon. Ja, Seit wann hast du jetzt die Switch? Seit gestern. Ja, nee, also Mario Odyssey ist richtig geil. Es macht übelst viel Spaß. Ich frage mich immer noch, wie ich einen Samen hier hochbekomme, Mann. Wie kriegt man denn bitte einen Samen hier hoch? Und wo kriege ich einen Samen her? Bei dem da? Oh nein. Alles klar. Na, Zelda habe ich ja schon für Wii U, aber ich habe auch überlegt, weil einfach, es ist ja irgendwie auch ein bisschen so ein Muss, war, wenn man eine Switch hat, dass man auch für Zelda hat. Feldo! Oh! Feldo, vielen, vielen Dank für deinen vierten Sub, Alter, für den dritten Wii-Sub, für den vierten Sub am Stück. Richtig, richtig nice. Dankeschön. Danke, dass du mich schon so lange supportest. Leider hast du gesagt, leider gehst du jetzt gleich wieder AFK. Das ist wirklich schade. Aber ansonsten, Dankeschön. Wenn du mal wieder in Streams reinschauen kannst, ich wünsche dir natürlich viel Spaß weiterhin für immer. Und ja, ich freue mich, dass ich dir immer noch wert bin, mich zu subben. Dankeschön, lieber Feldo. Vielen Dank für den Support. Alter, was? Geil. Das ist ja wirklich geil. Oh mein Gott, ey. Das alles klappt, Mann. Oh mein Gott, ein Shit. Oh nein, da war ein Stern. Nein, da war ein Stern. Da war ein Stern, Mann. Ach fuck, ich fahr ja sowieso runter. Oh, muss ich jetzt echt noch... Fail. Muss ich noch mal einen Samen holen. Genau, ab in die Wolken, Alter. Danke, Nils. Schon wieder ein Stern, den du noch nicht gesehen hast, wa? Ein Mond. Naja, Ich hab ihn aber erkannt und gesehen und alles. Aber viel zu spät. Aber ist geil, wie sie die ganzen Sterne, Monde eingebracht haben, untergebracht haben. Ist wirklich toll. Und wieder hoch. Mondstern. Geil, Super Mario World Mucke. Definitiv ein schönes Remake. Klingt trotzdem immer noch geil und schön nostalgisch. Mega cool. So, Liste, dass ich einfach. Das ist schon echt cool, Mann. Es gibt hier so viele Münzen, Alter. Das hier sind immer 6 Münzen. Swap. Yeah! Ist so, Mond ist zu kompliziert.
Monde werden eh überbewertet. Bin da gestern eiskalt vorbeigelaufen, hab nicht mal den Schatten gesehen. Ah, mega geil, Alter. Einfach noch ein Stern. So geil. Aber hier gibt's bestimmt noch irgendwas. Was waren das jetzt für komische Dinge an der Seite da? Was ist denn das hier jetzt, hä? Yeah, the secret passageway! Schatz der Drehkreuze. Geil. Heißt auch Sternhimmel und nicht Mondehimmel. Ach, da kommt man hier irgendwo runter, wa? Ach, guck mal! Ist ja geil. Ach nee, hä? Nee, hier waren wir schon mal. Moment mal. Ich bin verwirrt. Ist mir alles so crazy. Nee, hier war ich schon mal. Du, 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 du. Ach, ist ja auch real, Mann. A Secret Nuss. Aber ich überlege gerade, oder ich frage mich gerade, was noch fehlen könnte. Ich habe schon so viel entdeckt jetzt. Das ist richtig haftig. Richtig heftig, Mann. Duf, du, 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 du. Wenn erst mein Bro kommt und legt mir Odyssey auf den Tisch. Ja, geil, Mann. Liebe Grüße an deinen Bro. Und sagt mir, hat dann eine sehr geile Sache gemacht. Also, es gibt eigentlich nur noch eine Sache. Wobei, ich will da nochmal rüber. Ah, was macht der denn? Wie fliegt der denn, Mann? Das ist doch voll komisch, oh yeah. Also, eventuell kann ich über das Dach noch irgendwas erreichen. Und hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas zu holen jetzt. Nicht? Nicht. Hier ist doch nix. Aha! Da, ba, ba. Dam, 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 dam. So, ich gucke nochmal. Irgendwo ist vielleicht doch nochmal was. Nö. Okay. Mann, Mann, Mann. Ich bin schon so nah an den 100 Münzen. Ist echt heftig. Schon ziemlich schwer jetzt der PC Master Race treu zu bleiben. Na, was heißt treu bleiben? Ich zock sowieso alle Konsolen. Ich bin Multikonsolero. Und bin sehr, sehr stolz drauf und auch sehr glücklich damit. Kann man hier irgendwie hochkommen? Er sieht nicht so aus, aber vielleicht. Oder irgendwo dahinter? Oder was ist denn das hier? Das ist noch irgendwas. Irgendwas ist das da. Da kann man irgendwie hin. Aber wie? Das ist ja die Frage hierbei. Ach, warte mal, von drin vielleicht. Eine Sache versuche ich immer noch. Na, PC Master, wenn ich das schon höre, dann rollen sich meine Nägel hoch. Ja, da halte ich ohne von, wenn jemand sowas sagt. Das ist ja alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich zocke auch auf allen Konsolen. So muss es sein. Bin ich auch da. Hat man einfach mehr Abwechslung. Ja, ist auch so. Nintendo hat einfach seine Exklusivspiele: Pokémon, Mario, Zelda, Smash Bros. Auch. Das sind halt so Sachen, die kriegt man nur bei Nintendo. Und sonst nirgendwo anders. Und das ist Nintendo eigentlich. Diese vier Serien ist mir die Switch jetzt eigentlich auch schon wert gewesen. Der ist so cool, der Typ, Alter. Ja, okay, dann kann ich jetzt eigentlich noch. Eine Sache könnte ich noch machen. Mm, mm,
Wobei, zwei Sachen. Zwei Sachen kann ich noch machen. Muss ich noch machen. Ich war noch nicht bei dem Akku mit der Rakete. Da war doch gerade eine Tür, die zu war. Wie komme ich denn da nochmal hin? Ich glaube hier. Blicky wäre gerne echt so ein Geil. Wie so ein Geil? Was für ein Geil wärst du denn gerne in echt? Ein Gamescom-Guy? Gamescom-Guy. Da hinten war ich ja auch schon. Ja, stimmt auch wieder, genau. Pokémon Ultra-Teile sind die letzten, die für den 3DS kommen. Ich könnte das ja streamen, weil ich habe ja jetzt eine Capture-Card, Leute. Eine Capture-Card für den 3DS. Könnte man also gut übertragen. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wa? Hä, wo war denn dieser Akku? Wo war denn dieser Akku-Mann? Also nicht der Akku-Mann, sondern... Der muss doch irgendwo hier sein. Moment mal, ich bin doch nicht blöd. Takeru! Heißt das, du könntest auch 3DS-Elder zocken? Na klar, mittlerweile geht alles. Tatsächlich geht mittlerweile wirklich alles, wa? Ich muss halt nur besitzen dann für ein 3DS. Voll geil. So, wo war denn das nochmal mit diesem Akku? Da war das, ne? Da oben. Ja, das war doch hier drüben, ne? Oder bin ich jetzt... Bin ich jetzt doof? Au! Na, ah, was ist Mario? Aua! Es war doch eigentlich so... hier, die Tür, genau. Die habe ich vorhin irgendwann gesehen. Da kann ich auch noch nicht rein. Was könnte man hier machen, dass man da rein kann? Den Hammerbruder vielleicht killen. Ich habe davon auch noch irgendwo einen anderen Hammerbruder gesehen, genau. Es gab doch noch irgendwo einen Hammerbruder. Einen anderen. Oh, scheiße. Ja, komm an, immer genau an. War das hier? Warum sind hier keine Blumen gepflanzt, Mann? Ich bin gerade total verwirrt. Das war doch irgendwo um eine Ecke, so ganz simpel. Einfach um die Ecke. Leute, wisst ihr noch, wo das war? Mit den Akku-Typis, wo jetzt die Rakete steht. Ah. Bin da. Schütze die kleinen Tatenblümchen. Die Ladestation ist voll crazy. Ah, guck mal, Leute. Hier ist auch so ein Dude. Oha. Zu Leuten, ich kann es aber nicht gehört. Die Körper einfach hast. What? Okay. Was ist das jetzt hier? Ach, ach, das ist von dem Boss? Von dem Boss? Noch ein Stern. Mond. Alter, what? Oh nein. Au. Irgendwie kommt man da hoch. Ich versuche mal erstmal hier lang zu kommen irgendwie. Alter, was ist hier nun los?
Aha. Aha. Nicht schlecht. Es war so klar, dass hier irgendwas versteckt sein musste. Steckt Mario Seele in den Hut oder so? Na, Mario kann über den Hut, kann er tatsächlich einfach alles kontrollieren, ja. Das sieht doch geil aus, Leute. Da 40 Monde. 40 Monde haben wir. Mega geil. Und tschüss, Mann. Alter, Leute, 41 Monde schon geholt hier. Das ist echt heftig. Oh, aber das macht aber so Spaß, Leute. Das ist so ein geiler Spiel. Ja. Aber was kann ich hiermit machen? Kann man mit dem Panzer herkommen? Na klar kann man mit dem Panzer herkommen. Natürlich, aber hallo. Oh, das ist wieder so ein Hase. Hey, du Hase. Hase. Ach so, ist derselbe. Schade. Eichhörnchen? Okay. Darum war ich auch schon. Wie kann man Samen pflanzen? Kann ich mir irgendwo einen Samen holen? Die gießen alle. Das ist jetzt die Frage, kann man sich irgendwo einen Samen holen? Oder ich nehme mir den Samen von ganz, ganz oben und muss den hierher holen. Weil die hier alle... Ja. Hm. Scheiße, ich glaube, ich kann nicht mal mehr einen Panzer holen. Es gibt hier gar keine Panzer mehr. Verdammt. Gibt es hier noch Panzer? Ich greife unschuldige Hasen an. Ja, nicht. Fühlt sich an wie früher. Ein Super Zelda, ein geniales 3D-Mario. Kann zwar selbst nicht zocken, aber bin schon vom Zuschauen begeistert. Das ist aber wirklich so. Und genauso wie du es gerade gesagt hast. So fühlt es sich doch an. Gibt es hier noch Panzer? Ja, Panzer. Panzer, die gibt es hier noch. So, komm her hier. Jetzt geht's aber los, Leute. Hier will ich hin, ne? Ja. Hallo, Leute. Ich bin ja der böse Panzer. Ja. Du dummer Hase, du bist scheiße. Hase? Okay. Jetzt greife ich wirklich Hasen an. Aha. Aha. Aha, es war so klar. Es war so klar. Hier musste was sein. Guck mal, in einem Fels im Wald. Man musste den Panzer halt von weit weg holen. Da musste einfach ein Stern drin sein. Oh, danke fürs Fallen, Sarotainment. Die. Ich dachte, die. Jetzt hole ich mir von oben noch einen Samen. Den komme ich auch. Den kann ich hier locker herbringen. Das wird kein Problem. So, und dann habe ich es ja auch schon wieder geschafft. Ich glaube, hier kann ich auch hin. Mit Panzer! Schnell rufe den Greenpeace an! Jetzt traut keinem Hasen mehr. Mario World of Tanks Edition. Aber sowas von. Mega geil, Mann. Ich glaube, da kann ich einfach hier lang, ne? Das kann nicht sein. Weil hier ist doch gleich diese eine Bohnenranke gewesen. Da müsste eigentlich auch ein Panzer, ein Samen gewesen sein. Nicht, dass ich wüsste, denn ich glaube, der günstigste Preis ist aktuell immer noch so bei 315 Euro. Du kriegst halt statt 315 Euro die Switch ohne Spiel, kriegst du halt dieses Pack mit Mario Odyssey für 349 gerade auf Amazon. Das ist der günstigste Preis für Amazon, für eine Switch mit Spiel gerade. Kann ich dir nur ans Herz legen.
Jetzt habe ich einen Samen für die olle Erde da drüben. Ja, ich finde halt, die Switch ist immer noch ziemlich teuer. Und das ist halt schade, dass sie nicht so viel speichert und so. Aber an sich, mittlerweile lohnt sich echt, auch wegen den ganzen Titeln und so. Ach, damit kommt man einfach hier hin. Ja, ich bin hier ganz anders gekommen. Geil. 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 Egal. Ja, ich bin jetzt anders gekommen vorhin. Da gibt es eigentlich nur eine Sache, die ich erkunden muss. Die Wii U müssen noch so 200 kosten, glaube ich. Ja, die Konsole ist halt echt nicht so krass. Zumindest für, um den Preis zu rechtfertigen. Aber was richtig heftig ist, Leute, und das muss ich auch mal sagen, was richtig heftig ist, Nintendo wissen immer noch, wie man Speicher reduziert. Mario Odyssey. Der Download hat zwar übelst lange gedauert, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Solange, wie ich das runtergeladen habe, lade ich normalerweise 4-5 mal so große Sachen runter. Ja, Mario Odyssey hat ca. 5 GB Speicher. Das ist nix. Das ist unglaublich. Das ist wirklich gar nix. Und die Switch hat halt 30 GB, glaube ich, von sich aus frei. Und Mario hat jetzt als Download, das Spiel ist so riesig, so umfangreich. Ihr seht ja, wir sind auch kaum weit und haben schon so viel gesuchtet. Ja, wir haben schon über 10 Stunden Spielspaß mit Mario Odyssey. Und die Welten sind so riesig, das ist so groß. Und es sieht so geil aus. Trotzdem nur 5 GB Speicher. Genauso wie damals mit Pokémon Gold. Hier, Mr. Iwata hat's halt hingekriegt, das so zu komprimieren, dass noch Kanto mit drin kann in die Gold- und Silber-Edition. Und das kriegt aktuell auch echt nur noch mit Nintendo hin. Denn bei den anderen, ihr kennt's ja, ob man sich jetzt die Disc holt, ob man sich jetzt eine Disc holt oder downloadet bei Xbox oder PlayStation, in jedem Fall wird installiert, indem man das ganze Spiel runterlädt, auch mit der Disc, was richtig scheiße ist. Und das sind dann gerne bei Spielen mal 50 bis 90 GB. Ja, alles klar, Alex. Ich find's übelst cool, dass du so lange dabei bist und hier auch so viel mitmachst im Chat und so viel Spaß hast. Finde ich richtig gut. Und ja, viel Erfolg beim Sport und dann bis nachher, ne? Mach's gut. Und das ist halt richtig krass, Mann. Und sowas kriegt aktuell nur noch Nintendo hin. Und ja, siehst du mal, Dwarry oder Halo Guardians hat auch irgendwie 60 GB und Gears of War 4 hat auch irgendwie 70 GB. Und sowas kriegt aktuell nur Nintendo hin, dass es so wenig Speicher braucht. Aber das einzige Komische ist, ich habe für die 5 GB zum Download habe ich irgendwie tatsächlich 30, 40 Minuten gebraucht. Was ziemlich lange ist. Normalerweise lade ich 30 GB in so einer Zeit runter. Wobei 30 ist übertrieben, aber 20, weil ich habe halt eine 100K-Leitung. Mittlerweile geht es bei allen anderen Sachen übel schnell. Aber die Switch hat halt irgendwie so ein komprimiert, auch so ein eingeschränktes Downloaden. Ne? Ja, und dann kommt halt die Sache, was ich jetzt noch ansprechen wollte. Die Spiele an sich, du hast halt alles auf der Cartridge. Alles, was das Spiel benötigt, auf der Cartridge. Die wird eingesteckt und noch nicht mal, die ist noch nicht mal, du musst ja die Cartridge reinlegen in die Switch und dann einmal reindrücken. Und noch nicht mal richtig fest rein verankert, ist sofort das Spiel, sofort, das geht so schnell, noch viel schneller als beim 3DS. Das ist innerhalb von einer Millisekunde, sobald es richtig drin ist, sofort gelesen und man kann perfekt drauf zugreifen. Das ist so heftig, wie schnell das geht. Und dann sind die Speicherplätze von den Spielen, die sind dann halt ein paar MB groß. Ist gar nichts. Gar nichts. Und ich habe halt auch auf der Wunschliste jetzt noch so eine Micro-SD-Karte mit 128 GB. Die kostet dann einmal 50 Euro. Vielleicht lege ich mir die auch irgendwann mal selber zu. Aber einmal 50 Euro für 128 GB und ihr seht's ja. Ja, also die Spiele, wenn man sie als Cartridge hat, die kosten nichts. Die kosten nichts. Also an Speicher. Und auch die Download-Spiele, selbst wenn sie so fett wie dieses Mario sind, knapp 5 GB. Das ist doch der Hammer. Und dann reicht auch so eine 128 GB Micro-SD-Karte. Die reicht dann auch echt, keine Ahnung, wie lange die reichen soll, ne? Die gibt's für 20, echt? Ich hab einen New 3DS XL. Magistrella, kannst du mir da irgendwie den passenden Link schicken?
wo man eine 128er so günstig kriegt. Auch eine gute. Weil ich wollte halt extra wegen schneller Datenübertragung, wollte ich halt so eine XC haben, die halt bis zu 100 Mbit hat. Oder MB. Na, ihr wisst, was ich meine. So, also Blacky und Chat, ich muss los. Wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Viel Glück für die Verlosung, bis später. Alles klar, Malakami, schade, dass du nicht mehr dabei sein kannst, aber hat mich gefreut, dass du so viel dabei warst. Und nochmal danke fürs Subben und danke für all den Support und fürs Mitmachen und Mitschreiben und alles. Mega nice. Und ja, hab einfach einen schönen Abend. Ruh dich dann irgendwann, wenn du schlafen gehst, gut aus. Und falls du dann irgendwie doch nochmal Zeit haben solltest, bist du natürlich herzlich willkommen. Ne, vielleicht sieht man sich ja doch nochmal heute. Ansonsten morgen stream ich auch wieder. Oh, ich sehe gerade. Oh, Sarotainment. Das ist ja krass. Guck mal. Ja, auf jeden Fall, lieber Magna, bis später vielleicht. Oder ansonsten habt noch einen schönen Abend. Und Sarotainment, ich sehe gerade hier, was ist das? Das ist ja cool. Rip Cheer. Alter, so ein Cheer von Halloween. Das ist ja cool. Und einfach, Alter, wie krass du gecheert hast. Vielen, vielen Dank, Mann. Danke, Sarotainment. Das ist voll cool. Das sieht erstens geil aus. Dann irgendwie so ein Unique-Ding für Halloween. Richtig cool. Und dann supportet das mich auch noch sehr. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Sarotainment, dass du hier einfach mit Bits cheerst. Und hi, Steven. Schön, dass du da bist. Ich habe 256 GB für 40. Alter, wo habt ihr sowas her, Leute? Müsst ihr mir mal irgendwie Links zeigen, bitte. Oder bei Twitch einfach whispern. Weil ich habe in der Wunschliste gerade noch sowas teuret. Ja, und das ist halt in der Wunschliste. Und wenn es echt sowas Günstiges gibt, dann lieber sowas. Ah, guck mal, jetzt hat Sarotainment hier so ein cooles Bit-Symbol vor seinem Namen im Chat. Voll nice. Und Pingu, das Problem ist, meine 3DS-Capture-Card, das ist ein normaler 3DS und der ist ausgeliehen, beziehungsweise ich darf mir den so lange ausleihen, wie ich ihn brauche, wie ich ihn will. Und der ist halt auch schon sehr gebraucht. Ist halt auch so, dass dieses Scharnier hier nicht mehr richtig fest ist. Das ist alles lasch und wabbelig und hier war auch alles, war ziemlich verschmutzt und so. Ich musste ihn erstmal ordentlich putzen. Ist wirklich sehr gebraucht. Hier ist auch kein Stift mehr dabei, kein Ladekabel. Habe ich mir so ausgeliehen und den kann ich auch wahrscheinlich zu einem vergünstigten Preis abkaufen. Ich weiß nicht, wo man. Sonst kann ich halt nur Merky empfehlen, dieser Merky.net. Denn der macht das ja wirklich richtig gut hier aus Deutschland. So. Ja, Naruto, ich kann nichts anderes als dir gute Besserung wünschen. Leg dich hin, ruh dich aus. Wenn der Stream dir hilft zum Entspannen, dann mach das auf jeden Fall. Mach irgendwas, was dich entspannt. Chaos Pixel! Dankeschön! Hab gehört, du brauchst eine Speicherkarte, Kappa! Ach, vielen, vielen Dank! Ich mach mal ganz kurz hier zack, dass hier die Quali wieder schön lagfrei ist. So. Ja, also ich werde mal gucken. Noch ist es nicht nötig, aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mir möglichst bald eine Speicherkarte dann gönne. Weil das ist dann, da reicht auch eine 128er übelst aus. Kostet 7, wollte gerade sagen, Magistrella, mittlerweile ist es ein bisschen, ja. Aber Dankeschön, Chaos Pixel. Das ist eine sehr, sehr nette Unterstützung. Ein super Support. Ich freue mich sehr darüber. Dankeschön. Wird dann auf jeden Fall in die Speicherkarte für die Switch einfließen, dass ich dafür immer ausgesorgt habe. Denn 128 GB, ja, seien wir mal ehrlich, das wird für immer reichen. Zumindest so, wie ich sie benutze. Ich downloade ja nicht viel. Ich hole mir lieber die coolen Spielverpackungen mit den coolen Catwitches. Die kann man so schön in so eine, ich habe ja so eine Switch-Tasche, da kann man die so schön reinstupen. Was zum Geier ist gerade mit den Hardware-Preisen los? Ja, ich habe keine Ahnung. Sarotainment, ich habe jetzt schon leider seit 1.8. keinen Sport mehr gemacht. Einfach wegen Ausbildung und Stream habe ich keine Zeit mehr dafür. Sonst hatte ich nur einen Job mit wenig Stunden in der Woche. Konnte streamen, jobben und Sport gehen, alles gleichzeitig. Jetzt schaffe ich nur noch die Ausbildung, den langen Arbeitstag und danach halt streamen. Aber sonst war ich immer 1,5 Stunden Krafttraining machen und 1 Stunde danach auf dem Laufband. Und da sah ich auch noch wesentlich fitter und muskulöser aus. Jetzt bin ich schon, hab schon ordentlich zugenommen. So, ansonsten, irgendwas verpasst im Chat? Speicherkarte muss sein, immer! Aktuell ist es noch ganz, jetzt habe ich das Spiel die ganze Zeit überbrochen. Es tut mir sehr leid für alle, die jetzt noch im Nachhol sind, beim Nachholen sozusagen. Sorry fürs umständliche einfach nur hier rumquasseln. Achso, verstehe, kein Problem. Hätte das gerade in deiner Beschreibung. Auf Insta oder wo? Oder steht's immer noch hier? Alles klar, Saro, krieg ich hin. Nee, weil ich habe halt echt durch die Ausbildung kann ich es halt leider aktuell nicht mehr. Beziehungsweise, wenn ich es könnte, dann bin ich zu demotiviert und will dann lieber doch streamen. Der Stream ist mir viel, viel wichtiger als Sport, muss ich leider zugeben. Auch wenn Sport eigentlich für die Gesundheit besser ist. Aber ich kann es halt aktuell noch nicht machen, dass ich das wirklich beides unter einen Hut kriege mit der Ausbildung.
Alter, so viel Cash, geil. Was kann man da mit dem Typ machen? Kann ich irgendwie den Hut von dem Dino wegschießen? Ach, ich kann da Zeug mit... Oh, dafür ist er gedacht. Man braucht den Dino gar nicht. Man muss hier nur aufpassen, dass der Dino einen nicht ärgert. Geil, geiler Typ. Die tut sich immer noch für das Dankeschön, aber wenn du meinen Bauch sehen würdest oder meine Oberschenkel, das ist schrecklich. Ach, Leute. Magistrella, was hast du vor? Die Sounds hier unten immer. Bin sehr gespannt, was hier jetzt noch ist. Alter. Nee, aber an sich, ich vermisse schon Sport, weil es tat mir sehr gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall geil. Und irgendwann in meinem Leben will ich auch, also mein Ziel ist es ja wirklich, nach der Ausbildung irgendwie mit Twitch selbstständig zu werden. Das wäre das Allerschönste, dann wäre echt der Traum wahr geworden. Und dann hätte ich auch Zeit irgendwie neben dem Stream wieder zum Sport zu gehen. Oder so, also es wird Tage geben, da wird dann Marcel streamen und ich werde sagen, okay, ich stream jetzt. Oh, hier ist was. Und ich werde dann sagen, okay, Marcel streamt jetzt, ich muss heute nicht streamen. Und dann kann man das auch so machen. Yeah! Der Fels im Herz des Waldes. Autsch. Sehr gut. Ja, mal gucken. Irgendwie kriege ich das auf jeden Fall schon hin. Herr Magistrat. Da für die Karte. Ach mal, das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Ja, sonst gucke ich mal beim Mediamarkt. Weil den habe ich halt mehr oder weniger in der Nähe. Da habe ich meine Ausbildung. Und da könnte ich dann... Auf jeden Fall Dankeschön, Magistrella. 20 Euro sind viel Geld. Und ich freue mich, dass du mich so unterstützt damit. Und, ja, ich werde es dann auf jeden Fall schön nutzen dafür. Dass ich mir dann die SD-Karte gönne. Die Micro-SD-Karte für die Switch. Aber ich sollte schon eine 128er nehmen, wa? Alter, das ist voll krass hier. Ich kann dir nur eine SanDisk Pro empfehlen oder eine Samsung Evo. Ja, ist da nicht sogar eine davon auf der Wunschliste? Warte mal kurz. Ich habe ja hier die Wunsch... Genau, eine SanDisk Ultra 128 GB Micro SDXC Speicherkarte. Für 47,57 habe ich ja gerade in der Wunschliste drin. Ganz genau. Ja, so eine würde ich mir dann auch holen. Ja, also das braucht man echt nicht. Also 128 reichen locker aus für die Switch. Ja, was ist denn das hier? Was ist denn hiermit gemeint? Ich versteh's nicht. Für die Wunschliste. Muss einmal runterscrollen. Einmal steht's unter Spenden noch drin. Alternativ kann man auf die Wunschliste. Und einmal habe ich mittlerweile auch als richtigen Panel eingeführt. Was ich gerade gesehen habe, das Forstland ist einfach in so einer riesigen Kuppel drin. Ja. Das haben wir doch gleich am Anfang. Ach, guck mal, das Ding. Wie viel Geld das Ding frisst, Mann? Alter, was? Der frisst einfach... Der hat die 2,5 Münzen. Wie viel Geld frisst die Scheiße? Alter, was? Was ist das? Hi, Cassiopeia. Schön, dass du einschaltest.
Das hier ist so eine Blume, die ich mit Geld füttern muss. Und das frisst hier gerade 500 Münzen, Mann. Alter, das frisst echt 500 Münzen. Oh, das, ja. Es gibt's noch nicht. Hey Max! Hi! Pay to win! Ja! Das Scheißding hat jetzt echt 500 Münzen gefressen, Mann! Alter! Ja, ist gut, ja, klar. 500 Münzen ist klar. Alter, ey. Yeah, Münzen füttern für den Schatz. Toll, ey. Scheiße, Mann. Soll ich der Blume auch Geld spenden? Ja, geil. Dimi ist wieder da. Ey, Dimi, willkommen zurück. Hey. Chaos Pixel, ey. Guter Spruch auf jeden Fall. Ja, aber Magistrella und Chaos Pixel, danke für den Support auf jeden Fall. Das ist super lieb und ich freue mich sehr. Jetzt gucken wir mal, was der hier will. Ach, den habe ich ja schon. Das beim Shoppen kostet nicht so viel Geld, einen Mond zu holen. Ja, ey, beim Shoppen kostet ein Mond nur 100. Aber jetzt frage ich mich, ob es hier noch irgendwas gibt. Es gibt garantiert noch gefühlt tausende, es gibt garantiert gefühlt... Oder was ist denn, wenn ich hier alle Pflanzenkübel mit Samen bepflanze? Gibt's denn irgendwas für mich? Weil wie man sieht, bleiben ja die Pflanzen drin jetzt mittlerweile irgendwie. Ich hätte gedacht, die gehen irgendwie wieder runter. Gehen irgendwie wieder weg oder so. Na, oh, die Gumbas. Spenden wohl eher Pay to Nils, aka Nield. Gleich muss einer einen Spendenstream machen, weil er sie noch mehr braucht. Aber ich glaube, wir können erstmal aus der Welt hier raus, wa? Oder was meint ihr? Ja, wenigstens verlangt die Blume keine lila Coins. Echt so. Okay, Marcel. Den haben wir auch schon, ne? Den haben wir noch nicht. Yeah! 45 fucking Sterne, Alter. Krass, Alter. Hauen wir die mal rein. 44, 45 Monde habe ich jetzt schon, ja. Und 16 brauchte ich eigentlich. Geil, Mann. 41? Bin ich jetzt doof? Achso, nee. Zwei sind der Dreiermonde. Dann kommt das auch wieder hin. 41 von 54 habe ich gefunden. Alter, wow. Da bin ich schon stolz. Geil. Das ist echt nice. Und 600 Liter Münzen fehlen noch. Kacke, Mann. Ich wüsste aber auch nicht, wo ich die jetzt herbekommen sollte. So auf die Schnelle. Was ist denn hier los? Wieso ist denn... Warum? Was kommt denn heute nicht, außer mal... Oder was noch kommt? Also ich hätte so gesagt, Leute, pass auf. Ich will jetzt mit euch die nächste Welt schon mal anschauen. Noch nicht betreten, einfach nur anschauen. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Pause. Weil die Welt hier hat jetzt schon gut Zeit gekostet. Und da es halt schon so spät ist, würde ich dann sagen, nochmal auf jeden Fall erstmal 1-2 Stunden Fire Emblem Warriors. Ist das in Ordnung für euch? Dass wir da schon mal rinkommen und dass wir auch das Giveaway machen können. Mit unserem Fire Emblem Warriors. Ich habe 46 und ohne dich
wären es nur 39. Wow, nice. War ich ja gut dabei. Ist okay, sehr schön. Dann füllen wir erstmal unser Schiff, die Odyssee, mit unseren Monden. Alter, diese blauen sehen so schön aus. Ach, so geil, Alter. Ja, aktuell ist in der Wunschliste nur die SD-Karte. Ich wusste noch nicht, was ich da noch reinpacken kann. Das stimmt schon, genau. Ja! Geil, Mann. Wieder nur ein Level. Wir haben genug Energie, um ins Cityland zu reisen. Überqueren wir das weite Meer. Das Cityland, das ist dann, ja, New Donk City. Krass, Mann. Guck mal, diese hier in der Mitte, was so lila leuchtet, das sieht mir auch, da muss doch auch irgendwas sein. Das sieht so aus, als ob da noch irgendwas kommt. Das aussieht wie so eine Palme. Ihr seht es doch auch, ne? Ach, und guck mal, das ist ja auch das Pilzkönigreich. Kann man so sehen, da unten, wo Wüstenland und Seeland steht. Das ist das Pilzkönigreich. Geil, ey. Ja, nice, Magistrella. Ich würde sagen, dass wir uns das Cityland dann wirklich beim nächsten Mal anschauen. Ja, also was heißt beim nächsten Mal? Je nachdem, ob wir heute noch... Bitte mach das noch, Nils! Naja, aber das würde ewig dauern. Das ist halt wirklich ein nächster großer Abschnitt. Und ich habe ja versprochen, dass wir heute noch feiern beim Zocken, auch wegen der Verlosung. Aber guck mal, wir streamen ja sowieso bis 3 Uhr morgens, mindestens. Magistrellas Meinung nach ist Cityland auf jeden Fall erstmal die beste. Die beste Welt bisher. Nur anschauen. Achso, betreten. Ja gut, betreten. Ja, komm. Na gut, dann betreten wir das jetzt noch. Ein anderes Land? Yes. Wir betreten es. Komm, betreten wir es. Schön Spoiler und so. So, das können wir überspringen. Toll, dann betrete ich das Ding, guckt das an die Welt und dann denke ich mir so... Alter, ich will zocken. Kann ich auch überspringen. Und das da. In diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut, Mann. Wir müssen Bowsers üble Machenschaften beenden. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein bisschen abchecken. Nee, wir fangen jetzt erst an, Tenheim. Oh! Oh, Marcel, ey! Jetzt kommt hier bestimmt Boss-Battle. Mini-Boss-Battle oder sowas. Na, aber außer du Sau. Wolkenland, Nimbus Arena. Ich wusste, da, Mann, ey. Du bist so ein... Nicht, dass es scheiße ist oder so. Mann, ey. Ach, das hat er geplant, Mann. Das hat er so geplant. Ja, naja, jetzt muss ich das machen. Das geht jetzt ja, also muss ich jetzt machen. Wie gut. Nee, das muss ich jetzt machen, hier kann ich jetzt nicht Pause machen. Alter, wie geil ist das denn hier, Mann? Das ist ja richtig geil hier. Aber, es soll authentischer sein. Ich meine, wir kämpfen hier gegen unseren Erzfeind Bowser. Er hat zwar einen Anzug an, aber... Ne? Muss authentisch sein. Das sieht so gemütlich aus. Du. Keine Pause, aber ich muss Pipi. Nein, komm gleich in der Pause. Wie cool sieht das hier aus?
Komm, jetzt keine Zeit für dich, Mann. Komm, jetzt nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch noch die geilste Ahnung, wie stressig sowas ist? No. What? Wie er gerade gegrinst hat. Ich bin der böse Bowser, Mann. Alter. Seine Haare, Mann, mega geil, ey. Ist auf zur Seite gekämmt. Der Bowser trägt dieselbe Meckewege, aber. Autsch. Mein Hut! Ja! Schlagen und. Da bin ich wieder. Ich muss noch mal kurz auf Klo. Jetzt kann ich kämpfen. Authentisch. Ja, wie geil. Er ist jetzt los. Meins. Ah ja, okay. Attacke! Ja, wie geil ist das denn, Mann? Nimm dies. Das ist echt geil gemacht. Also, was willst du? Naja, Bowser. Wow, wow. Alter, was ist das denn, Mann? Ja, Attacke, Mann! Mega cool. Mein Hut, Mann! Der Bowser, komm her hier! Du hast keine Chance, Mann! Ah, bam, 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 bam. Au, Alter, sein Schwanz! Au, verdammt! Ja! Oh, oh Bowser, oh nein! Mein Mann! Feuer! Was ist jetzt mit wem du es zu tun hast, Mario? Marcel, du Stinky, Alter, du wusstest also. Stimmt was? Verlorenes Land. Island Toxicono. Als hätte ich es nicht gewusst. Das war dieses Zeug mit der lila Umrandung. Was in der Mitte war? Diese vier Palmen-Dinger. Was wie eine Palme aussah. Diese vier Inseln. Als hätte ich nicht gewusst, dass es eine Welt ist. Aber dass ich so jetzt da lande, das hätte ich nicht gewusst. Ja gut. Cappy, geht's dir gut? Ja, wo sind wir jetzt gelandet, Mann? Oh nein, die Odyssey, scheiße, ey. Wir brauchen Powermonde, Mann. Wir haben noch, wir haben 104 Dings dich.
Also hier ist einfach alles giftig, ist das heftig. Hat Mario ein Schwein, dass er hier am Rand und nicht daneben gelandet ist. Ja, cool. Sehr cool. Paradies inmitten eines tödlichen Meeres. Natürliche Ampeln, what? Ja, aber das gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Erstmal machen wir eine Pause und dann wird erstmal Feierabend gezockt. Haben wir ja versprochen. Und dann geht's nämlich auch weiter mit dem Giveaway. Voll toxic hier, Alter. Toxic, toxic. Nee. Aber sehr geil. So, jetzt ist erstmal wieder Pause. Vor allem Reiseprospekt für die giftige Insel. Einfach so ganz plötzlich, wa? Als hätte er ja gewusst, dass er dahin fliegen wird. Nee, war auf jeden Fall bisher ziemlich, ziemlich nice. Nee, also erstmal Fire Emblem so ein, zwei Stündchen. Vielleicht auch drei, je nachdem, wie wir Bock haben und wie Spaß macht und so. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, am Ende von Fire Emblem wird dann das Giveaway beendet. Ich schreibe mal noch auf, wann hier Mario Odyssey fürs Erste beendet ist. Nämlich bei...